Ja, hallo Freunde, heute zeige ich euch mal, wie ich in eine von meinen LED-Kerzen eine LED einbaue und ein Netzteil mit 230 Volt. Tja, ganz praktisch, man braucht dafür nie wieder Batterien. Nur leider, ich kann die LED-Kerzen, die ich vorneweg schon gemacht habe, leider nicht umrüsten, weil ich hier einfach größer bohren muss. Ich muss hier eine 45 mm Bohrung machen. Die anderen sind nur mit 40 mm gebohrt. Das ist schade. Aber ist egal. Ich werde sagen, wir fangen jetzt einfach an und ihr schaut einfach zu. Ja Freunde, dann lasst uns mal beginnen. Hier habe ich eine LED, die ist schon vorverdrahtet, vorverlötet. Und hier ist sogar ein kleiner Widerstand drin verbaut. Das bestelle ich alles so fix und fertig schon bei Amazon. Und das hier habe ich vorhin erst gedrechselt aus wunderschönen Birkenholz. Die Birke habe ich übrigens vor 2 Jahren selbst gefällt. Ja, und habe sie gut ablagern lassen. Wir müssen nun die LED hier einbauen. Als erstes das Kabel durch. Hier rein, bis es hinten wieder rauskommt. Und nun hier die verschrumpfte Stelle mit dem Schrumpfschlauch, wo die LED anfängt und der Widerstand drin ist. Nicht ganz reinschieben, nicht ganz. Da kommt jetzt erstmal ein Tropfen Sekundenkleber dran. An beide Seiten einfach ein ganz bisschen Sekundenkleber, damit die nicht mehr rausrutscht. Mache ich gerade. Ganz bisschen Sekundenkleber. Ich weiß, ich frevel wieder mit dem Sekundenkleber rum. Der ist doch für was anderes gedacht. Für solche Zwecke ist der gar nicht da. Damit klebt man sich heute auf die Straße. Ihr wisst es ja. Hier einfach rein, bis es bündig ist. So, nicht weiter. Gucken, dass es gerade ist. Ist gerade. Gut, soweit haben wir es mal. Die LED ist nun schon in der Kerze. Und nun gehen wir gleich weiter auf den nächsten Arbeitsschritt, nämlich das Netzteil kommt nun rein. Ja, dann wollen wir mal schauen. Hier hat man es nun, also die LED ist drin. Und hier hat man nun die Kabel, hängen hier unten raus. Hier ist auch ein Loch drin, dieses Loch ist für das Anschlusskabel für 230 Volt nachher. Ja, jetzt werde ich sagen, holen wir mal unser Netzteil. Das Netzteil ist hier. Kriege ich auch fix und fertig diese Netzteile von Amazon bestellt. Kann ich euch gern unten noch verlinken, wenn ihr wollt. Dieses Netzteil hat Input 230 Volt, Output 12 Volt, 10 Watt. Reicht voll und ganz aus. Nun werde ich sagen, bauen wir das gleich ein. Und hier ist jetzt zu beachten, hier haben wir den Eingang für den Wechselstrom, hier haben wir den Ausgang für den Gleichstrom. Das Äußere hier ist Pluspol, das Innere ist Minuspol. Und bei solchen Sachen mit Gleichstrom, mit LEDs, ist es halt einfach zu beachten mit der Verpolung. Man darf es einfach nicht verpolen. Es muss immer richtig rum angeschlossen sein, ist also auf jeden Fall sehr wichtig. Werde ich sagen, gucken wir mal, fange ich gerade an. Hier der schwarze ist der Minuspol. Hier reinstecken und dann hier diese kleine Schraube anziehen. So. Nicht überdrehen, das reicht schon. Und nun der Pluspol ist hier. Reinstecken und anziehen. Ja, müsste heben. Die Kabel sind auch schon abisoliert auf der einen Seite. Das ist alles gar kein Problem. Nun gehen wir weiter. Nächster Schritt. Ich habe hier schon mal ein Kabel gerichtet mit einem Stecker, ganz normalen Euro-Stecker habe ich da. Da müssen wir nun hier erst einmal durch das Gehäuse hier durch und da wieder raus. Hier wieder raus. Dann, was wichtig ist,
Hier kommt ein Kabelbinder drum, den ich jetzt allerdings noch nicht festmache, noch nicht festziehe. Dann werde ich hier die Kabel trennen voneinander. Jetzt habe ich die Kabel getrennt und nun abisolieren. Ganz vorsichtig mit der Abisolierzange, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Einmal. Zweimal. Die Litzen etwas verdrehen, etwas verzwirbeln, ist ganz wichtig. Ich weiß, normalerweise sollte ich Kabelenthülsen dafür benutzen. Habe ich aber leider jetzt gerade nicht zur Hand. Es geht aber auch so. Und dann hier rein. Hier auf der Seite für den Wechselstrom müssen wir hier rein. Das ist alles ein bisschen niedrig eingestellt. Hier muss ich die Schrauben ein wenig aufdrehen, damit ich die Litzen hier reinkriegt, sind sie normalerweise schon geöffnet, aber war nicht weit genug. Gucken, dass sie da reinkommen. Na, gar nicht so einfach. Ist noch nicht weit genug offen, oder was ist da? Eine enge Sache hier. Ist alles schon sehr eng ist. Na, ich krieg das schon hin. Keine Sorge. Noch ein bisschen weiter öffnen. Das Kabel wieder besser verzwirbeln, dass es recht dünn ist, aber es ist schon fast zu dick. Das ist 0,75 Quadrat Millimeter Kabel, das ist eigentlich schon fast zu dick für diese kleinen Schraubklemmen, ist es schon fast zu dick. Deswegen das Kabel gut hier verzwirbeln. Wirklich gut verzwirbeln. Und jetzt hier auch rein. Ah, das hat sogar auf Anhieb funktioniert. Gleich anziehen. Soweit so gut. Hebt alles. Ja, da haben wir das schon mal so weit vormontiert. Nun können wir das alles einbauen. Ja, dann werde ich sagen, geht es nun weiter hier. Nun werde ich hier dieses Netzteil hier rein tun in das Gehäuse von dieser LED-Kerze. Hier reinschieben, Kabel straff ziehen, immer weiter rein, Kabel weiter straff ziehen, den Kabelbinder gleich nach oben holen und womöglicherweise jetzt schon hier vorsichtig anziehen. Hier mit dem Fingernagel so gegenhalten und gut satt anziehen, den Kabelbinder, ist ganz, ganz wichtig. Dann habe ich hier so weiße Schaumstoffteile vorbereitet. Die schieben wir hier an der Seite rein, damit der Trafo nicht wegrutschen kann. Hier, wie auch hier, einfach da rein. Aber ganz vorsichtig sein, dass ich die Kabel hier nicht kaputt rupfe. Ist ganz wichtig. So. Soweit, so gut. Das Kabel muss ich noch ein bisschen verstecken hier. Am besten hier unten rein. Ja, das geht schon. Vielleicht hier unter das Anschlusskabel drunter. Damit es nachher beim Deckelschließen nicht im Weg ist. Den Überstand von den Kabelbinder, den können wir einfach hier drin verschwinden lassen. Das macht nichts. Ich könnte ihn auch abschneiden. Aber den kann ich auch hier drin verschwinden lassen. Ist ja Platz hier in der Dose. Ist ja kein Problem. Lasse ich ihn hier drin verschwinden. Oder, nee, kommt. Ich schneide ihn schnell ab. Dann nervt er nicht. Soweit, so gut. Nun stellen wir uns das einfach mal hierher. Und nun werde ich das einmal an den Strom anschließen, um zu sehen, ob es wirklich funktioniert. Achtung, es wird interessant. Macht's bumm, macht's blitz oder blinkt's. Ja, blau blinkendes Licht sogar. Ist übrigens ein Highlight. Habe ich heute zum ersten Mal gemacht. Eine LED-Kerze mit blinkendem Licht. Ja, dann werde ich sagen, machen wir gerade mal weiter hier. Als erstes Strom aus. Und aus ist das Blinklicht. Nun geht es hier um
Wir müssen das alles ein bisschen verkleben. Hier das Kabel, da kommt ein bisschen Sekundenkleber dran und am Netzteil eben auch, damit es bloß nicht irgendwie locker wird. Das mache ich hier einfach ganz elegant mit dem kleinen bisschen Sekundenkleber, wenn ich die Tube aufkriege, natürlich. Hier ein ganz bisschen Sekundenkleber ran, damit es nicht mehr weggehen kann. Dann hier ein klein bisschen Sekundenkleber, da ein klein bisschen, hier ebenso, da auch, dass er auf jeden Fall nicht mehr verrutschen kann. Nun ist wichtig, bei diesen LED-Kerzen ist es so, die brauchen nicht mehr aufgemacht werden, die sollen auch nicht mehr aufgemacht werden, deswegen werden die nicht mit einem Deckel zugemacht, sondern hier mit einem Zapfen. Ich habe mir dann Holzzapfen gerichtet und eben der wird nun hier eingeklebt. Hier ein bisschen Sekundenkleber ringsrum, schön hier rein. Und das kriegt man also wirklich nachher nie wieder auf. Ist aber auch ganz gut so, weil hier innen drin hat niemand mehr irgendwas zu machen. Da braucht niemals wieder jemand ran. Deswegen verklebe ich das hier mit einem Zapfen. So, soweit so gut. Der Zapfen scheint fest zu sein. Und nun mache ich zur Sicherheit hier nochmal ein klein bisschen Sekundenkleber ringsrum. Ganz bisschen hier ringsrum. Dass da also auf jeden Fall nichts mehr passieren kann hier. Ist auf jeden Fall sicher wie Fort Knox. Ja, jetzt muss man es noch ein bisschen trocknen lassen hier. Klein bisschen, bevor ich die nächsten Arbeitsschritten mache. Denn so lassen tue ich das nicht. Auf keinen Fall. Das wird ein bisschen überschliffen. Und wenn es soweit ist, zeige ich euch das gleich. Ja, also der Sekundenkleber scheint gut getrocknet zu sein. Der Deckel ist dicht für immer. Und nun, so kann ich es nicht lassen, so will ich es nicht lassen. Sieht also wirklich schon ein bisschen komisch aus. Deswegen gehe ich jetzt hier ein bisschen auf den auf die Bandschleife mit drauf. Tja, das mache ich schnell unten im Keller. Ich komme dann gleich wieder und zeige es euch, wie es geworden ist. Ja, also das war's schon. Wunderschön samtweich geschliffen hier. Jetzt sieht man auch, was für verschiedene Hölzer das sind. Die eigentliche LED-Kerze ist aus Birkenholz und hier innen drin habe ich leider nichts anderes gehabt, außer ein Restestück Birkenholz. Auf jeden Fall, jetzt wollen wir das mal schön glänzen lassen. Am besten geht es mit unserem Wachsöl, mit meinem speziellen Wachsöl. Eine Mischung zwischen Bienenwachs und Olivenöl. Sieht man mal, wie schön das Holz wird. Und nun sieht man auch den Unterschied zwischen den beiden Hölzern. Innen Birnbaum, außen Birke. Naja, es ist schon irgendwie lustig, wenn man überlegt, ja, das Birnholz ist doch viel edler wie das Birke. Aber eben, ich hatte nichts anderes, ich hatte nur so ein Reste Birnholz noch, wo ich dazu verwendet habe nun. Ja, also jetzt werde ich sagen, wollen wir mal einstecken und gucken, ob es so schön blinkt. Aber warum sollte es auch nicht? Ihr seht, funktioniert wunderbar. Auf jeden Fall eine tolle Sache. Jetzt hier draußen auf der Sonnenterrasse muss ich euch ehrlich sagen, ja, so hell ist es nicht. Könnte heller sein, ja. Aber im dunklen Zimmer, wenn es wirklich dunkel ist, blinkt das, ist es wirklich wunderschön hell. Nur hier draußen kommt einem das gar nicht so hell vor. Ja, da sind wir nun fertig hier. Die erste LED-Kerze mit blau blinkendem Licht. Wirklich, ich bin selbst begeistert. Wunderschön geworden. Aus Birkenholz. Die Birke habe ich obendrein selber mal ja, vor einer Zeit lang fällen müssen. Vor 2 Jahren. War eine Notfällung. Die war schon ganz schief von einem Gewittersturm. Habe ich die schnell absägen müssen und habe das Holz einfach mal jetzt mal 2 Jahre liegen lassen. Und eben,
was man daraus Schönes drechseln kann. Als Kaminholz habe ich das eigentlich erst gedacht, aber man kann es auch wunderbar drechseln, so ist es nicht, wenn man das passende Werkzeug hat, schön scharf. Ja, auf jeden Fall, Vorteil ist halt, man braucht jetzt hier wirklich keine Batterien mehr. Die Batterien sind halt einfach auf die Dauer auch teuer. Und vor allem, ihr wisst es selber, jede Batterie, egal wie groß, wie klein, jede Batterie ist eine sogenannte Giftbombe. Die sind vollgestopft mit Gift. Man weiß es echt nicht, was mit denen passiert, wenn man sie zurückgibt. Und wenn man im Zimmer Netzstrom hat, dann nutzt man den doch am besten. Tja, jetzt noch eine Kleinigkeit zu den Kommentar von dir, Florian. Das ist eine gute Idee. Ja, ich sollte das mal machen auf 5 Volt. Wir hätten in einer 5 Volt Version das machen, sodass man das betreiben kann über eine Powerbank vom Handy. Ja, mal gucken, werde ich vielleicht tun. Wäre vielleicht eine gute Idee. Muss ich gucken, ob ich die passenden Teile dafür kriege. Aber ansonsten war das wirklich eine gute Idee. Ich überlege mir das mal und muss mal gucken, ob ich die passenden Teile kriege. Ja, okay. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir doch wie immer mit dem Daumen nach oben. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich werde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und schönen Sonntag. Ciao. Bis bald mal wieder. Tschüss.